Ja, schönen guten Tag zu einem kleinen Vorgeschmack auf die Vorlesung Systemintegration 3. Wir werden uns ja bei Systemintegration 3 insbesondere um Netzwerkmanagement kümmern. Netzwerkmanagement suggeriert so ein bisschen grafische Oberfläche und vor allem auch das Herumklicken in irgendwelchen Funktionen. Letztlich brauchen wir aber eine ganze Menge Grundlagen, um darauf aufsetzen zu können. Also auch die klassische Command-Line-Interface, Protokollkenntnisse, all diese etwas anstrengenden Dinge, die ohne große Grafikunterstützung laufen, werden wir kennenlernen und im Vorfeld doch auch einiges voraussetzen, was Sie bereits bei der HSW gelernt haben. Der vorbereitende Kurs im Sinne der vernetzten Systeme. Dort haben wir, wenn ich mich recht entsinne, einen ganzen großen Überflug gemacht über Protokolle. Wir haben kennengelernt verschiedene Technologien. Wir haben auch Strategien in der IT kennengelernt. Und all das zusammen mit einer gewissen Gleichgewichtung, was Ihren Kenntnisstand angeht. Wichtig ist, dass wir im Vorfeld ein paar ganz, ganz wenige Grundlagen schaffen, damit Sie in die Vorlesung Netzwerkmanagement, Systemintegration einsteigen können. Das klingt erstmal ganz trivial. Ich setze voraus, dass wir alle miteinander wissen, was eine IP-Adresse ist, was eine Subnetzmaske ist, was ein Ethernet-Paket ist, solche Dinge. Und genau an dieser Stelle fangen wir jetzt an und setzen an bei dem Thema OSI Layer 3 IP-Adressen. Bitte vergewissern Sie sich, ob Sie selber in der Lage sind, prüfen Sie sich selbst ab, IP-Adressen, Subnetzmasken, Gateways richtig einzuordnen. Da gibt es auch im Internet erschöpfende Quellen, die dafür sorgen, dass Sie ein klein wenig mit der Materie vertraut werden. Hier in diesem Fall machen wir den kurzen Überflug, worum geht es denn eigentlich bei der Subnetzmaske und die eigentliche Frage, wir kennen es zum Beispiel hier bei der IP-Adresse 192.168.178.1, ein Segment, was der ein oder andere von Ihnen kennt, der zu Hause eine Fritzbox betreibt, und eine Netzwerkmaske 3x255. Was bedeutet jetzt in diesem Fall 3x255 oder wieso reden diese Unix-Menschen in diesem Fall von 24-Bit-Subnetzmasken? Eine Subnetzmaske passt genau in 4 mal 1 Byte mit der Gewichtung, hier wir sind ja im binären System unterwegs, 2 hoch 0 bis 2 hoch 7. Die 255 versuchen wir jetzt einfach nochmal zu rekapitulieren, wieso 24-Bit. Ich muss jetzt ein klein wenig üben, auf der PowerPoint-Präsentation mit Filzstift zu malen. Das ist mit einer Maus gar nicht so meine Superstärke. 2 hoch 0 hat die Wertigkeit im Dezimalsystem 1. Jede Zahl hoch 0 ergibt den Wert 1. 2 hoch 1 ist dann halt die Wertigkeit 2. Und genau so geht es hier weiter mit 4, 8. Das werden Sie kennen. In etwa ab dem ersten Semester ist Ihnen das vertraut. 32, Wertigkeit 64. Na, das soll eine 4 sein. Und die Wertigkeit 128. So. In dieses eine Byte können wir jetzt ja nun nur logisch Nullen und Einsen schreiben. Nullen und Einsen sind in diesem Fall notwendig, um auf eine Wertigkeit von maximal 255 zu kommen. Also wenn ich 128 plus 64, ich setze die mal auf logisch 1, plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 nehme, ergibt es in unserem uns eher vertrauten System halt die Wertigkeit 255. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann sehen wir hier alles auf logisch 1 gesetzt, 128 und so weiter, ergibt 255, das ist dann genau hier eben einer dieser Oktette. Und wenn wir das Ganze dreimal machen, weil wir haben ja insgesamt 4 Oktette in so einer IP-Adressschema IPv4 zur Verfügung, 1, 2, 3, 4, dann haben wir halt 255.255.255.0. Wir haben also in drei der Blöcken alles auf logisch 1 gesetzt und in einem Block alles auf logisch 0. Ich spreche dann auch gerne von einer geraden Maske, weil es sehr, sehr einfach ist, mit dem Auge sofort zu erkennen, welcher Teil gehört hier zu der Netzadresse und welcher Teil gehört zu der Hostadresse. Wenn wir uns jetzt das Ganze ein klein wenig anschauen, ich nehme das Ganze mal raus, und zwar indem wir die Zeigeroption mal rauslöschen. Zum Spielen einmal, der Wert 192.168 im Binärsystem. Wenn Sie sich das anschauen und bitte nachvollziehen, die 192 ist ziemlich genau 128 plus 64, also hier zweimal auf logisch 1 gesetzt. Bei der 168 der nächste Wert. Da gibt es auch jede Menge Subnetzkalkulatoren im Internet, die so etwas auch binär ausgeben. Hier haben wir jetzt mal die IP-Adresse oben, die 192.168.178.2.
Dieser Host wird mit der Maske 255 255 255 logisch und verknüpft. Das sehen wir jetzt im unteren Bereich, darum die geraden Masken. Das heißt, dieser ganze Block, die 192 hier, an dieser Stelle, die 168 bis zur 178, werden durch das logische Verknüpfen, Boolesche Algebra mit der 1, zu dem Netzwerkbereich zugeordnet. Während hier hinten die 0, binär gesehen, wenn Sie jetzt hier eine Verknüpfung machen, spaltenweise, mit der 0 verknüpfen, weiß der Rechner an dieser Stelle, der IP-Stack, okay, das ist der Host-Bereich der IP-Adresse. Und jetzt gilt letztlich ein ganz einfaches Prinzip. Ist der Netzwerkbereich gleich, also wenn wir uns den Netzwerkbereich angucken, hier wo die Netzwerkmaske auf logisch 1 gesetzt ist, dann weiß der Rechner, okay, das zu erreichende Ziel liegt lokal in meinem Netz. Lokal in meinem Netz heißt, ich brauche niemanden weiters zu befragen, ich kann direkt meinem OSI Layer 2 das Paket übergeben, einen Broadcast starten, irgendwo direkt angeschlossen in meinem Ethernet-Segment wird meine Zielstation sein und die wird mir auch gleich hoffentlich antworten, sofern sie eingeschaltet ist. Ist der Netzwerkbereich ungleich, das heißt, ich spreche mit einem IP-Ziel, was in diesem und markierten Bereich mit den blauen Einsen der Subnetzmaske einen abweichenden Wert hat, beispielsweise mit einer 192, 168, 179, das heißt, wir würden hier vielleicht eine 1 gesetzt haben, dann wissen wir haben hier an dieser Stelle eine Abweichung. Wir müssen also in einen anderen Netzwerkbereich kommunizieren und in diesem Fall greift der zweite mögliche Fall. Der Netzwerkbereich ist ungleich, wir haben ein entferntes Ziel. Wir werden unser Default Gateway fragen. Wir werden also einen anderen Router fragen und sagen, ihn bitten, uns zu dem entfernten Netzwerk zu leiten. Bitte vollziehen Sie diese Geschichte nach. Sie sollten IP-Adressen kennen, Sie sollten Subnetzmasken kennen und bitte beschäftigen Sie sich auch einmal mit etwas ungeraden Netzwerkmasken. Die müssen nicht immer dreimal den Wert 255 erreichen. Vielen Dank.